Und da sind wir wieder bei GTA San Andreas. Wir sind aus dem Haus raus und haben erstmal keine Ahnung, wo wir hingehen könnten. Wie wär's denn mit einer Flughafenmission? Weil ich gerade keine Lust habe, die komische Frau hier auszuführen. Aus dem Casino, um die Schlüsselkarte zu kriegen, das ist mir irgendwie noch gerade ein bisschen zu doof. Deshalb schnell auf zum Flughafen. Mal gucken, ob man da abkürzen kann. Bestimmt. Eieieiei. Wir haben einen Verfolger. Sind aber auch schon angekommen, also. Hat tatsächlich was gebracht. Halt. Green Goo. Where is this fool? Whoa, shit! Hey, man, look out! Oh. The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train. Kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Der Kunde ist so durch, ey, das geht überhaupt nicht. Steigen will ich gern. Ach, geht doch. Mensch. Also fliegen wir zum Zug. Keine Ahnung, was wir stehlen. Keine Ahnung, warum. Völlig egal. The Truth hat eine Vision und da gehen wir noch. Ist ja kein wenig bescheuert oder so. Okay, das sind sie. Das ist ein Panzer, oder? Das ist doch von hier aus ein Panzer. Behälter mit grünem Clipper. Ein Glatsch. Ein Hammer. Die haben uns aber schon die Hälfte da eben abgezogen, von daher ist das irgendwie ein bisschen doof. Ich versuche mal ein bisschen außer Reichweite zu bleiben. Ich finde es übrigens schrecklich, dass er die Maus hört, aber ich kann dagegen nichts tun. Ich
werde mir auch keine neue Maus kaufen. Bloß weil er die Maus hört, sie ist nun mal laut. Das ist voll schwer. Verflucht. You gonna stay cool now. Okay, die Kiste ist leer. Auf. Uah, flieg weg. Scheiße. Was von Schießbuden schießen. Ich bin gerade, ich rede gerade nicht so viel, weil ich mich hier mehr oder weniger schwer konzentrieren muss, um es überhaupt auf der Reihe zu kriegen, aber ich habe gerade einen guten Flow. Okay. Okay, ist das leer? Versuch's mit der anderen. Lass mal noch die restlichen Wachen ausschalten. Oh, das läuft ja hier wie geschmiert, ey. Ey, nicht stehen bleiben. Komm schon, der letzte. Aus irgendeinem Grund schießt er auch, ne? Ach, keine Ahnung. Du hast den Behälter mit dem grünen Klipper. Was ist das denn für eine Mission, ey? Dafür eignet sich jedenfalls das Jetpack ganz gut, weil du eben flexibel bist und überall hinschießen kannst. Oh, hier ist Area 51, 97, 22, was auch immer. Da müssen wir etwas Abstand halten von der Geschichte, weil da Raketenabwehrbataillone stehen. Und mit denen legt man sich nicht an. Unter keinsten Umständen. Vor allem, wenn man denen so schutzlos ausgeliefert ist wie wir jetzt. Sprachfehler. Flieg! Der Nachteil ist, das Ding ist halt arschlangsam, ey. Du bist hier mit dem Auto schneller. Ja, perfekt. Na gut, nicht perfekt, aber gut. Ausreichend. You got it, man? I got something. Let me see. Ein Behälter mit grünem Klipper, yeah. Everything is different now. Ja, genau. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Thank you.
Total bescheuert. Unternehmen erwoben. Erwoben. Wir haben ein Unternehmen erwoben. Und es generiert für uns Geld. Ziemlich schnell sogar. Geht es die ganze Zeit so weiter, dass man da zugucken kann? Generiere. Los. Hey, das geht ja wirklich übelst schnell. Wir warten kurz. Dreht sich das Chatpack schneller wie das Dollarzeichen? Interessiert niemanden, jedenfalls jetzt 500? Oh, schade. Naja, immerhin. Wir haben jetzt das Chatpack hier zur allgemeinen immer wieder Auswahl. Hat mir, glaube ich, vorher schon. So, jetzt haben wir die Geschichte hier auf dem Flughafen abgeschlossen. Schön. Und da würde ich doch eiskalt sagen. Wir fahren mal dahin. Mal sehen, was es da gibt. Es gab, glaube ich, das Crash Derby Ding, was es im San Fierro gab. Dann noch irgend so eine Art Trials HD, halt, wo man so mit, das ist nicht Trials HD, aber halt, wo man mit so einer Crossmaschine über Hindernisse wegfahren muss. Und dann gab's noch. Was gab's denn dann noch? Gute Frage. Finden wir jetzt raus. Nah. Es gab noch so ein Kartrennen-Ding, genau.